Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, ich mache einfach mal ein neues Begrassungsvideo, weil als ich es das letzte Mal gemacht habe, da habe ich auch mal die Methoden gezeigt, wie es andere machen und naja, das Ganze hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt und ich kann es noch nicht versprechen, ich werde auch mal versuchen, das alles ein bisschen kürzer zu machen und ein bisschen kompakter. Und dass ich habe mir dann mal so 7 Regeln aufgestellt und die wollen wir jetzt mal durchgehen. Regel Nummer 1, das ist Erde aufs Modul. Ich habe also hier Felderde genommen, die hier auf das Modul geklebt wurden. Genau genommen habe ich es hier nicht drauf gemacht, aber es ist immerhin meine Erde, die ich vom Feld geholt habe. Und natürlich als Windbergbahner habe ich es dann natürlich aus der Nähe der Windbergbahn geholt. Warum Erde vom Feld? Die sieht einfach ein bisschen echter aus, die Gartenerde. Da sind so viele Nährstoffe drin, häufig, ne? Und naja, die wird dann meistens ein bisschen dunkler. Regel Nummer 2: Die Fasern immer mischen. Nie rein irgendwas nehmen. Ihr seht, hier vorne steht Häkki dran. Also es ist nicht nur Häkki, es sind alle möglichen Sorten, die ich hier ineinander mische. Jetzt sind meine Restbestände, die ich noch seit vielen Jahren habe. Also im Moment ist hier Häkki und Woodland. Verschiedene Farben, hell und dunkel. Es muss am Ende so ein bisschen eine Gesamtstimmung rauskommen. Aber es müssen bei der Begrasung unterschiedliche Fasern in einem Büschel sein. Na? Sonst naja, ist das nicht so schön. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig gemischt ist. Also wenn man genau hinguckt, sieht man da auch noch verschiedene Fasern. Das mischt dann der Begraser nochmal, na, wenn ich das da rein tue und begrase. Regel Nummer 3. Nicht den dicken Pinsel nehmen und den Leim flächig auftragen, sondern mit verschiedenen Methoden. Hier sehen wir eine. Den Leim eben nicht flächig auftragen, sondern punktuell oder, naja, wenn man einen Pinsel nimmt und den so ein bisschen leicht in den Leim eintaucht, dann entstehen also ähnliche Strukturen, die also auch gut aussehen. Bei mir ist es so, ich mache hier diese Pünktchen und daraus entstehen dann die Grasbüschel. Am Ende die überschüssigen Fasern absaugen, vor allem da, wo man dann weiter begrasen möchte. Und so sieht das dann aus, wenn es abgesaugt ist. Ne? Also wir haben hier die einzelnen Leimpunkte, sind jetzt hier zu Grasbüscheln geworden. Das ist allerdings noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Ja, dann haben wir Regel Nummer 4, die darauf beruht, dass wir eben nicht alles versuchen in einer Schicht aufzutragen, sondern eben in mehreren. Ne? Also wenn wir eine Schicht drauf haben, kommt die nächste und wenn wir es nicht schaffen, die Lücken zu füllen, kommt wieder die nächste und wieder die nächste und wieder die nächste. Und jedes Mal nehme ich eine Mischung, die zwar ähnlich ist, aber anders. Ne? Also in einer leicht anderen Farbe. Dass der Unterschied zwischen diesen einzelnen Farben sollte nicht zu krass sein. So könnte es nach mehreren Schichten aussehen. Regel 5. So viele Schichten auftragen, bis alle Lücken geschlossen sind. Das können allerdings auch einzelne Stellen, kann auch, das ist auch auf jeder Wiese so, dass dann irgendwann und irgendwo mal noch ein bisschen Erdreich rausguckt. Das sind dann, na, der Naturschützer sagt dann dazu, das sind Störstellen, na, wo dann bestimmte Pflanzen und Tierarten sich neu ansiedeln können. Regel Nummer 6. Wenn die Grasnarbe geschlossen ist, na, bringt man längere Fasern auf, die heller sind, die sozusagen die Grasblüte darstellen. Und die letzte und siebente Regel. Zum Schluss kommen die Blüten und alles andere. Ne? Also einiges, gerade diese Blütenmatten, die kann man auch beim Begrasen oder vor dem Begrasen schon anbringen.
Bei den anderen etwas höheren Pflanzen würde ich das so nicht machen. Ne? Nur alles, was flach ist, das kann dann in die Wiese hinein. Ja, und so kann das dann aussehen. Das müsste eigentlich mein Steinbruchmodul sein, was wir hier haben. Hinten ist die Ladestelle. Und hier haben wir praktisch das alles ein bisschen verfeinert, na, mit diversen Pflänzchen. Ja, damit wären wir schon am Ende angekommen. Ich habe bewusst mal ein relativ kurzes Video gemacht und das sozusagen das Wichtigste hier kompakt zu sehen ist. Nächste Woche gibt es dann vielleicht wieder was Längeres. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wollt, gebt den Daumen nach oben. Wer noch nicht abonniert hat, der könnt das gerne nachholen. Da gibt es dann die Langversionen diverser Videos. Ich wünsche euch schönen Abend, macht was draus.